Grund zum Jubeln. Zweimal 300 Euro Energiepauschale als Rentner und Arbeitnehmer in einer Person kassieren. Geht das? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ich muss Ihnen wirklich ganz ehrlich sagen, ich komme manchmal aus dem Staunen selber nicht mehr heraus. Kann ich als Rentner am 1.12.2022 das Energiegeld von 300 Euro erhalten, obwohl ich es schon als Erwerbstätiger am 1.9.22 als Arbeitnehmer oder Minijobber erhalten habe? Ja, meine Damen und Herren, ja, das ist wirklich möglich. Deswegen sagte ich auch, ich komme aus dem Staunen manchmal nicht heraus. Beide Energiepreispauschalen, jeweils für Rentner und Arbeitnehmer in einer Person, schließen sich grundsätzlich nicht gegenseitig aus. Der Anspruch auf die 300 Euro Energiepreispauschale für Arbeitnehmer, Erwerbstätige oder pauschalversteuerte Minijobber, Beamte in einem ersten Dienstverhältnis kommt aus dem Einkommensteuergesetz, dort niedergeschrieben in den Paragraphen 112 bis 122. Der Zahlungsanspruch des Energiegeldes für Rentner kommt noch aus dem Gesetzesentwurf des, ist ein kleiner Zungenbrecher, rentenbeziehende Energiepreispauschalengesetz, welches am 13. Oktober im Bundestag schon in einer ersten Runde beschlossen oder darüber diskutiert wurde. Ich bin aktuell Stand 13. Oktober 2022 davon ausgegangen, dass eine doppelte Zahlung der Energiepreispauschale aus einem Arbeitsverhältnis und gleichzeitig als Rentner rechtlich nicht möglich ist. Das war aber ein Irrtum von mir und ich muss mich da revidieren. Dieser andere Gesetzesentwurf, von dem ich Ihnen gerade was gesagt habe, schließt laut Wortlaut des Paragraphen 1 Absatz 3 Gesetzesentwurf nur die Doppelzahlung der 300 Euro bei Mehrfachrentenbezug aus, nicht aber aus anderen Rechtsgründen. Also wenn Sie zum Beispiel Rentner sind und vorher schon als Arbeitnehmer oder als selbstständiger Erwerbstätiger die 300 Euro irgendwie erhalten haben. In dem Energiepreispauschalen Gesetzesentwurf, ich weiß, schlimmes Wort, für Rentner findet sich keine Regelung, die eine einmalige Zahlung der 300 Euro Energiepreispauschale aus einem anderen Grunde als bei Mehrfachrentenbezug vorsieht. Daher gehe ich nach aktueller Rechtslage davon aus, dass ein Arbeitnehmer, ein pauschalversteuerter Minijobber, der am 1.9.22 die 300 Euro Energiepreispauschale erhalten hat, auch zusätzlich Anspruch auf weitere 300 Euro Energiepreispauschale als Rentner ab dem 1.12.22 hat. Somit kann ein Arbeitnehmer, der die 300 Euro gezahlt bekommen hat, nochmals als Rentner die 300 Euro bekommen. Voraussetzung, er muss die Voraussetzungen für die Energiepreispauschale für Rentner mit Stichtag zum 1.12.22 erfüllen. Und damit Sie es mir bitte glauben, ich stehe mit meiner Rechtsauffassung nicht allein da. Sie ist von höchster Stelle, nämlich von der Deutschen Rentenversicherung Bund in ihren FAQs mit einer gleichen Antwort, nur ein bisschen kürzer, schon bestätigt worden. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.